Ach ja, kann ich ja Steuerung nicht gucken. Die wollen doch nicht etwa in den Krieg ziehen? Wie viele sind das? Ein paar hundert? Leute, Summers, na... Aufpassen allesamt! Was für elende Arschlöcher! Die wollen mit uns spielen! Genau, stehe wieder auf. Ich greife an! Granate! Er steht nicht mehr auf! So, schiebe ich jetzt direkt weg, wenn ich das sehe. Na los, schieb mir den Anhänger weg! So, aber das hat doch dieses ekelhafte Ding getötet. Und da ist direkt noch eins, was direkt eine Granate kriegt und steht. Ach, das ist eine Lampe. Gut gemacht. Ich hab das Gefühl, die umziehen uns ehrlich. Ja, tun sie sogar auch. Komm, geh da raus. Selbstzerstörung. Ja. Oh nee, warum? Muss ich bestimmt gar nicht. Doch, muss ich. Hä? Dafür wird jemand bezahlen. Kommt. Ja, sauber. Was zum Teufel? Was machen die mit diesen Leuten? Sie werden sehen. Drive-in. Mann, hörst du endlich auf mit diesem Drive-in? Hm. Da ist nichts. Okay, wow, noch mehr weg. Warum nennt man sie weg da? Stell keine Fragen und schieß einfach. Das war große Klasse, Sir. Schade, dass ich das zuschießen kann. Ja, und ich krieg direkt dann in die Fresse. Komm doch, stirb doch. Boah, das hält aber ganz schön viel aus. Den hast du erwischt. Okay. Mann, diese Reborn-Schweine arbeiten aber rund um die Uhr. Was wollen die nur mit den Wagen? Wie viel Mal muss ich noch durch solche Gänge gehen, ey. Okay. Warum? Hä? Ja, ist klar. Eagle, hier ist Echo 2. Wir sind am Rachel Drive-In und brauchen Hubschrauber. Jemand soll FEMA verständigen. Wer ist denn FEMA? Hab's doch gesagt. Nichts. Vielleicht irgendwo da vorne. Braucht man zur Überkühlung von Zimmers. Scharfschütze! Hm? Wo? Ist er da? In Deckung! Hinter den Wagen! Mann, das Ding ist noch brandneu! Gut, Pierce! Wir schaffen das! Kommt.
Scheiße. Wir brauchen eine neue Strategie, Sir. Ich meine, die alte doch. Sehen Sie, die nehmen die Leichen. Warum? Das weiß ich nicht. So ein Mist. Ob wir wohl einen von ihnen gekannt haben? Vergessen Sie das, Ambrose. Die sind von uns gegangen. Das ist nicht leicht, Summers. Niemand zieht eine Uniform an, weil er erwartet, im Leichensack zu enden. Meine... Shit, ey. Wie komm ich jetzt? Pierce! Vielleicht kriegen wir die Nacho-Maschine an. Ja, wäre doch geil. Der ist tot! Nicht schlecht, Pierce! Überraschung! Hier Grayson, Ankunft in 5 Minuten. Alles klar bei euch? Ja, wir sind vorerst fertig. Mann, ich weiß noch, wie es am Drive-In immer zur Sache ging. Naja, vielleicht ist später wieder Luft für Freizeit, Mann. So. Negativ, Grayson. Sie sind nicht mein Typ. Ambrose, Ende. Fetter Korb. Der Helikopter soll sich beeilen. Wir sind hier nicht lange sicher. Lass uns diesen Platz sichern. Ich übernehme die linke Seite. Ja gut. Ich höre den Heli schon. Bin in Position. Haltet die Augen offen! Ist 1000 Meter entfernt. Boah, es ist so ruhig. Da kommen sie! Wo? Ich sehe sie! Pierce macht sie fertig! Wo denn? Gerade voraus! Direkt voraus! Kein Freischussfeld da. Ach, shit. Direkt in der Mitte! Die kommen direkt von vorn! Ich brauche ein bisschen Munition dafür. Beste Munition, nimm auf. Oh, ist doch was. Ah, scheiße, daneben. Zack. Hört sich an wie so eine Plastikwaffe, ey. Komm, zeig dein Elend in den Kopf. Seht nach rechts! Scheiße. Rechts, nein, hey, warte, stieb doch mal. Summers, reißen Sie sich zusammen! Was ist los? Das ist jetzt nah genug, ekler. Okay, linke Seite! Verstärkungshelikopter. Wir brauchen noch eine Minute. Alles für Evakuierung vorbereiten. Over. Ihr braucht noch eine Minute. Ich dachte, ihr seid jetzt schon da. Das ist nicht unser Helikopter. Durchdringt das Cockpitglas des Hubschraubers. Machen Sie sie fertig. Ja, warte. Oh.
voll nicht getroffen, das hat man herbe gesehen. Haha. Wo ist denn der? Ich kann nicht sehen. Ja, jetzt aber. Nee, doch noch nicht. Jetzt aber. Boah! Was ein Bastard! Zu herbe! Das war's, Alter. Jetzt, Alter.